Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute den ersten Teil der Real Stories from the Grave, the Body. Und jetzt lassen wir uns nicht weiter hängen und starten das Spiel. Oh. Also Pixel Deluxe, ja, Pixel Deluxe kann man nicht sagen, aber der Filter gefällt mir sehr gut. Der Filter gefällt mir. Was haben wir hier? Was ist das? Und der Knacken. Oh, Zähne. Das ist großartig. Ein Running Gag bei mir. Jetzt hat er. Schön. Benni, wäre mal schön, wenn bei dir jetzt auch mal irgendwelche Dinger kommen würden. Bei mir kommt hier ständig Europalette, plopp, Szene. Die ganzen Memes können hier nicht alle nur auf mein Konto gehen. Das geht nicht. Das ist bei dir ohne was. Bei dir ist Coca-Cola oder irgendwas. So. Ja, dann schlendern wir doch mal hier mit dem. Ich hoffe, wir haben jetzt einen Weihnachtsschinken hier. Durch die schönen Straßen Warschaus oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist, wo sehen wir hier? Und diese Knacken, wie so eine Schallplatte, ne? Krass. Dort vorne steht unser Auto. Oh Gott, das ist ja deprimierend hier, ey. Hallo? Ist jemand da? Ist das unser Auto? Können wir noch. Put body in the trunk. Na dann. Okay. E ist bestätigen. Put the body in the trunk. Put the body in the trunk. Put the body in the trunk. Und leave. Lass uns leaven. Lass uns blättern. Fahren wir? Sind wir gefahren? Nee. Okay, wir sind. Oh, okay, wir sind tanken. Was? Schön hier, schön. Das ist einfach kuschelig wie in jedem Tim Burton Film. Was ist das denn? Hey dude, are you okay? You're looking so pale. Ja, kann ich dir auf die tolle Antwort oder auf die tolle Frage was antworten? Sauer schon. Ist ein bisschen charmant, das ist es schon gemacht, finde ich. Ja, okay, sollen wir jetzt einfach nur tanken? Oder können wir einfach fahren? Moment, ich gehe gerade irgendwann gesehen. Eine Interaktion. Doch, hier war noch. Hier. Wir sollen tanken. Quicktime. Okay. Muss mal aufpassen, dass man es nicht einschläft. Ach, ja, Mann, ich muss halt nur 600 Kilometer schruppen. Ach, und die A85 ist wieder so dermaßen voll. Mann. Kreuz Uckermark ist auch dicht. Scheiße. Und kann ich einfach fahren? Nee, ich muss natürlich bezahlen. Soll ich bei dir bezahlen? Das sieht so aus. Be careful out there. Ja, du. Du auch. Mach's gut. Ah, passiert mir beim Tanken auch manchmal. Einfach einschlafen. Ja, wenn ich auf die Tankanzeige gucke, okay. Ha. Grab body from the trunk. Grab the body from the trunk. So, ich weiß nicht. Also, so grundsätzlich mit so einem Paket mit dem Weihnachtsschinken in den Wald zu fahren, finde ich jetzt erstmal äußerst fragwürdig. Also die Atmosphäre ist toll, ist cool gemacht, kann man nicht anders sagen.
Das ist auch das Einzige, was in Farbe ist hier, ne? Das kleine Paket. Möchte mir aber nicht ausmalen, ob es jetzt ein Lachsschinken oder Nussschinken ist. Egal, wie denn jetzt. Vielleicht besuchen wir unsere Eltern hier. Ich würde. Nee, das ist. Nee, das sieht. Nee, das ist ein Sack, würde ich sagen, Jojo. Das ist kein Kindersack, das ist. Vielleicht sind da unsere alten Klamotten drin. Die passen nicht mehr. Oh, wir sind als Mähfahren. Oh, schön. Oder ein Fluss. Ein See. Fluss. So, put the body on the boat. Put the body on the boat. Vielleicht ist auch die neue Angeljacke, die wir uns gekauft haben. Ich denke, wir wissen alle, auf was das hinausläuft. Oh, wir können auch noch selber. Schön. Beyond the sea. Oh, alles klar. Auf zum Leuchtturm. Ach, wir können sogar noch steuern. Verrückt. So viel Interaktionsmöglichkeit in dem Spiel. Erinnert mich jetzt an Flashwater. Wenn das Flashwater verpasst. Plop. Check's out. Nach dem Video. Leuchtboot. Leuchtturm. Bioshock. Ja. Oder The Shore. The Shore wäre auch noch mit dem Leuchtturm. Aber was zur Hölle ist hier vorne? Ich meine, das Spiel heißt The Body. Ich bin mal jetzt. Lehne mich weit aus dem Fenster und zähle 1 und 1 zusammen. Achtung, schrecklicher Spoiler, das wird ein Körper sein hier vorne. Okay, wo, weshalb bringen wir jetzt den Körper zum Leuchtturm? Ja. Was ist denn das? Haben wir hier ein Uhu drin oder was? Es bewegt sich. Ja, Steve hat immer die schönsten Spiele. Oh Gott, Alter. Safi, das mir ist dabei jetzt nicht wohl, ne? Also, ich... Sag Tauben. Ja, ist ja... Wir sind, ja, Schorschi, wir sind ja gleich da. Guck mal, hier. Wir gehen ja schon rein. Kannst gleich spielen. Schön. Okay. So, geht wahrscheinlich. Wir haben keinen Keller. Warum auch? Macht ja keinen Sinn bei einem Leuchtturm. Denn, lass uns doch mal. Können wir hier? Nee, können wir nicht. Denn lass uns doch. Wohin nur? Nach oben. Warum zur. Oh, wir können nicht nach oben. Wir können nicht nach oben. Wie auch Glühbirnen legen wir sie einfach hier auf den Tisch ab. Valentinsüberraschung für die Liebste. Ja, du, guck mal. Du hast dir doch schon immer ein Kind gewünscht. Klassischer. Oh Gottes Willen, Alter. Was ist denn das für ein Spiel? Hm? Nee. Und soll ich mich jetzt hinlegen und schlafen oder was? Was ist denn? Kann man denn da oben nicht mal in Ruhe schlafen? Na sag mal. Oder kann ich jetzt raus? Nee. Hm?
So, also oben konnte man jetzt auch nicht machen, ne? Aber vielleicht hat man einfach nur daneben geklickt. Kann natürlich auch sein. Ist zwar überhaupt nicht meine Art, aber möglich. So, hier liegt doch nichts. Kein Schlüssel. So. Nee, tatsächlich. Kann ich nicht. Macht er nicht. Will er nicht. Bin ich jetzt gezwungen, mir die ganze Zeit die Blöcke da unten von dem Sack da anzuhören? Oh, warte mal, hier ist ein Schlüssel. Ah, schön, alle so in Grauabstufungen, damit man es besonders gut sieht, ey. Schön. Großartig. Aber so nach einem Menschen hört sich das aber auch nicht an, oder? Ach, hör doch auf. Ist der angekettet? Warum? Hä? Ich hab jetzt den Schlüssel. Ich kann ihn jetzt auch wahrscheinlich... Ich bin jetzt nur hierher gekommen, um den Schlüssel zu holen? Was? Ach, schön. Wir haben doch einen Keller. Das ist aber schau. Schön. Schön. Das ist aber ein tiefer Keller. Vielleicht habe ich auch mit dem Schinken ja nicht so daneben liegen. Ja, Kinder, nicht so gierig, ne? Oh Gott. Unsere Familie? Oh, schön. Schön. Jojo, mach's gut. Ich hoffe, du hattest heute noch einen schönen Abend und konntest ein bisschen deinen ollen stressigen Tag vergessen. Wir heben alle nochmal unsere Töpfchen auf dich, dass du morgen einen schöneren Tag hast. Ne? Mach's gut, Jojo. So, und, ach, nee, warte mal, hier müssen wir erstmal, vielleicht, ach, guck mal. Schön, ist unsere Frau und, Moment, 12. Juli 2005, I can't do this anymore. I won't feed them again, but there's one last thing I need to do. Ach, ein. Ja, okay, alles klar. Ich glaube, wir müssen das Essen vergiften. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir werden das jetzt vergiften. Hank Christine. Oh, ist das mies. Oh. Oh, shit. Und wir erhängen uns selbst. Ach, Kinani. Ach, ist das mies. Oh, das ist ja fies. Ja, ich sag mal eins doof irgendwie. Das Hauptmenü hat es ja schon angedeutet. Ein Spiel von Constantino de Bellis. Ja, nice. Schön, das war Volume 1 von Real Stories from the Grave, The Body. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert gerne den Kanal. Und wir sehen uns dann vielleicht zum zweiten Teil wieder von Real Stories from the Grave.